Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute gibt's mal eine wirklich, wirklich geistig und intellektuell nicht anspruchsvolle Folge. Wir gucken uns heute nochmal ein paar Kärtchen aus meiner Sammlung an. Einfach mal, ja, so ein paar Minütchen durch die Sammlung und was wir da sehen werden, was uns da begegnet, ich weiß es selber noch nicht, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich war schon mal so frei und habe den Deckel runter gemacht. Heute wird's easy, heute wird's entspannt. Eigentlich wollte ich heute einen Investment-Talk machen, aber aufgrund von gewissen Gegebenheiten, wie zum Beispiel dem einen oder anderen immer noch nicht angekommenen Paket, bin ich momentan wirklich nicht so wirklich motiviert, was zu machen. Es nagt mittlerweile doch ganz schön an mir. Naja, egal. Jedenfalls, falls euch der Wert interessiert, den die Karten haben, guckt mal runter in den Titel. Da werde ich das nachträglich zusammenrechnen. Ich weiß selber noch nicht, was uns hier drin begegnet. Dementsprechend kann ich euch das jetzt nicht ansagen, was das ganze Zeug wert ist. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Das ist eine meiner vielen Boxen ganz random rausgegriffen. Ihr seht also, es ist übersichtlich. Es sind ein paar Kärtchen. Das wird eine kurze, knackige Sache. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Like dazu lassen, falls euch der Content gefällt und ihr bisher noch kein Abonnent seid. Und wir legen los. So, ich habe jetzt schon mal den ersten Stapel hier an die Seite gelegt, einfach damit das herausgreifende Magnethalter im späteren Verlauf des Videos etwas simpler ist und nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir legen los mit dem ersten schönen Stück dieser Sendung und das ist die Maskierte Bestien Ultimate Rare aus Spell of Mask, einem OCG-exklusiven Set von damals, uralt, steinalt das Teil, im zweitältesten Layout tatsächlich schon mit dem Auge von Anubis und dem etwas breiteren Namen-Attributkasten. Sehr cool. Der Ultimate Rare Effekt war damals im OCG schon extrem ausgeprägt. Dagegen waren unsere ersten Ultimate Rare Prints nicht wirklich Knülle, sage ich mal. Sehr cool an der Stelle auf jeden Fall. Was die Karte aktuell an Wert hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das habe ich jetzt so nicht im Kopf. Ich habe auch insgesamt erst 3 oder 4 Stück von denen. Aber ich denke mal, sie wird auf jeden Fall im mittleren zweistelligen Bereich liegen und ist natürlich ein absoluter Klassiker. In Spell of Mask gab es übrigens nur eine einzige Ultimate Rare, so wie in allen damaligen Hauptsets aus dem OCG. Und das war eben die hier an der Stelle. Die gab es dann, glaube ich, noch in Ultra und Ultra Parallel oder irgendwie so in der Richtung war das, glaube ich, so. Die stellen wir uns auch direkt mal hier raus. Wir machen das Ganze heute etwas dekorativ und machen weiter mit einem Elemental Flammflügelmann. Den habe ich tatsächlich erst letztens in den Magnethalter getan, weil der war sozusagen von der Resterampe. Das ist der letzte Ultimate Rare Elementarheld, der noch nicht im Magnethalter war. War tatsächlich ein Unlimited-Exemplar und selbst das Unlimited-Exemplar geht es um die 100 Euro aktuell. Also das ist halt schon heftig. Man muss schon sagen, Flammflügelmann war halt wirklich eine extrem ikonische Karte. Damals aus dem GX-Anime. Wurde oft fusioniert, oft gerufen, hat oft Duelle für sich entschieden sozusagen und dementsprechend gepaart mit der Tatsache, dass es sich um eine alte Ultimate Rare handelt, ist das schon eine Karte, wo man sagen kann, okay, da steckt einiges an Value hinter. So, weitermachen wir mit einer Dimensionsmauer. Ja, das ist eine Karte aus Cybernetic Revolution. Die bekam man damals aus den Retail-Packs. Ursprünglich eine Rare gewesen, als Ultimate Rare hier die Alternativvariante zum eigentlichen Original. Wert ja jetzt nichts Atemberaubendes. Das ist halt eine 10 Euro Ultimate Rare. Die ist halt, glaube ich, hier und da noch ein bisschen spielbar. Die Lore zwischen dem Grapher und der Dedi-Kriegerin ist übrigens ziemlich interessant. Ich muss mir die mal wieder anhören. Ich kann mir die bedauerlicherweise nie merken. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass der Grapher später zum finsteren Lucifer wird. Finde ich irgendwie cool. So, was haben wir noch? Dann haben wir Fallgruben-Albtraum der Fallenstellerin aus dem Astralpack 6. Tatsächlich etwas, dass man sich auch mit einer etwas schmaleren Geldbörse leisten kann, auch wenn das jetzt nicht die ikonischste Karte ist. Es ist eine sehr schöne Fallenkarte. Wert so um die 22 bis 25 Euro, je nachdem. Habe ich auch letztens eine verkauft, glaube ich, die jetzt nicht mehr so prickelnd vom Zustand war. Hatte ich eine reinbekommen. Sehr cool an der Stelle. Aber wie gesagt, es ist ein dezent Overdesign, allerdings gar nicht mal so schlecht von der Farbgebung her. Die gefällt mir sehr gut in einer Zeit, wo die meisten Zauber- und Fallenkarten halt einfach extrem blaulastig sind, was mir extrem auf den Senkel geht, um mal ehrlich zu sein. Dann haben wir hier auch was recht Seltenes, nämlich einen Kartenvernichtungsvirus aus dem Duelist Pack Kaiban Ultimate Rare. Auch eine sehr, sehr schöne Karte.
Ich glaube, der Kartenvernichtungsvirus ist hier bei uns zensiert gewesen sogar. Im Original hat er nämlich eine andere Farbgebung. Ich weiß nicht, warum die Farbgebung geändert wurde. Das ist quasi wie beim Festungswal gewesen. Der Festungswal hat da oben so eine Kanone drauf. Bei uns ist die grün, im OCG ist die grau. Witzigerweise ist die Kanone auf der Ritual-Zauberkarte wiederum auch bei uns grau. Also das ist ein bisschen seltsam gewesen. Aber okay, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Kartenvernichtungsvirus, sehr, sehr schöne Karte. Legen wir auch mal beiseite. Okay, dann haben wir hier nochmal eine Fallgruben-Albtraum der Fallenstellerin. Die legen wir mal übereinander, wenn es eine doppelte ist. So, dann haben wir Leuchtender Soldat aus dem Tournament Pack 7. Sehr coole Karte an der Stelle. Ist tatsächlich der Reprint gewesen. Das war nämlich im Tournament Pack 5 die Ultra Rare. Und ich kann euch sagen, wir haben ein Tournament Pack 5 Display Opening auf dem Kanal. Ich werde das mal in der Videobeschreibung verlinken. Und ich muss sagen, wir haben sah nichts gezogen, Leute. Wirklich. Also, wir haben eine Karte gezogen, die ist wirklich sowas von dermaßen selten. Schaut es euch an. Ist wirklich ein tolles, tolles Opening für alle, die das noch nicht gesehen haben, vielleicht etwas neu auf dem Kanal sind. Wirklich schön. Hier der leuchtende Soldat, wert um die 30 Euro in etwa. So. In etwa. Also ich habe jetzt mal tatsächlich vor einer Weile mal auf Market geguckt. Da gab es einen für, ich glaube, 20 Euro oder so. Aber der hatte einen dicken Kratzer auf dem Rücken, stand in den Bemerkungen. Und die nächste lag dann irgendwie bei 30 und die übernächste schon direkt bei 60. Gibt halt gerade wenig Angebote. So, dann haben wir den Goyo-Wächter. First Edition aus The Duelist Genesis. Das Exemplar, recht interessant, war in einer Sammlung, die ich nie veröffentlicht habe, weil ich habe diese Sammlung zwar aufgenommen, allerdings dann auch leider wieder gelöscht, versehentlich. Was ziemlich ärgerlich war, denn das war eine 50-Euro-Sammlung, die im Endeffekt über 400 Euro Value gebracht hat. Und da war tatsächlich auch der Goyo-Wächter drin, sowie einige andere sehr, sehr schöne Karten. Und ich sehe gerade, da ist direkt in der Hülle, das muss ich nach dem Video direkt bereinigen. Sehr schön. Goyo-Wächter natürlich eine sehr ikonische Karte aus der 5Ds-Zeit. Im Allgemeinen das ganze Goyo-Thema. Nehmen wir uns mal den nächsten Stapel zur Hand. Legen uns den direkt dahin. So, was haben wir als nächstes? Dann haben wir CXC's Sky CXC's Sky Palace Babylon. Aus dem hier Sechsel-Anime. Das ist jetzt eine Cent-Karte, gibt vielleicht 20, 30 Cent, sowas, mehr nicht. Kommt aus Number Hunters und ja, mir gefallen diese Exis-Karten aus Number Hunters. Mir gefallen im Allgemeinen Number Hunters-Karten sehr schön und ihr seht also, hier kommen auch günstige Karten rein. Irgendwann kommen wir auch sicherlich zu einer Kiste, wo nur Cummins drin sind, aber die habe ich halt nicht durcheinander, sondern gesondert. Abgesehen von TP 2 Cummins, die habe ich glaube ich auch normal drin. Jetzt wollen wir hier bloß mal gucken. Ich lege die jetzt trotzdem mal dahin, weil hier unten sehen wir schon nichts mehr. Gut, dann haben wir Nummer 49, Fortune Tune. Was für ein Name. Auch aus Number Hunters, der geht so in etwa 2 Euro. Der ist ein bisschen beliebter, der ist ein bisschen spielbarer und hat natürlich auch ein wunderschönes Artwork, vollkommen klar. Also hier haben sie wieder Bestarbeit geleistet. Muss ich ganz ehrlich sagen, wunderschöne Xyz-Karte. Und auch tatsächlich, obwohl die Qualität tatsächlich bei Number Hunters besser war als in anderen Sets der vergleichbaren Zeit, sage ich mal, gibt es relativ wenige, die tatsächlich noch Niemand sind. Also die meistens irgendwie widerliches Silverring am Rand oder so. Dann haben wir den Schieferkrieger. Nicht aus TFK, den gibt es ja auch aus TFK, glaube ich. Oder aus WC Schlag mich tot. In Super Rare. Der ist tatsächlich aus dem Tournament Pack 8. Ist tatsächlich eine eher unbeliebtere Tournament-Pack-Karte, schon allein aufgrund der Tatsache, dass es halt auch eine Billigversion von ihm in Super Rare gibt, die halt auch vom Print her noch gleich war, also jetzt nicht irgendwas Modernes oder so, wo das Layout sich geändert hätte, sondern ist halt 1 zu 1 das gleiche, nur dass halt das Kürzel ein anderes ist. Geht glaube ich auch 4, 5 Euro oder so, das ist nicht viel wert, das habe ich damals bekommen beim lieben Erik, das weiß ich noch. Erik hatte mal so eine 1-Euro-Aktion auf seinem eBay-Account, da habe ich einfach auf alles, was ich wollte, 50 Euro geboten und ja. Tut mir leid an die Leute, die ich damals enttäuschen musste. Okay, nicht weniger teuer ist Kriegereliminierung. Auch tatsächlich von Eriks 1-Euro-Aktion. Habe ich, glaube ich, damals von Zwickel geschossen gehabt. Kostet das, glaube ich, 7 oder 8 Euro aus dem Tournament Pack 7. Also quasi aus dem gleichen Tournament Pack wie der Festungswahl. Da sieht man halt mal, wie unterschiedlich doch die Karten in ihrem Wert bemessen werden. Sehr cool an der Stelle. Genau, die lege ich jetzt aber trotzdem mal hier runter, auch wenn man sie nicht sieht, weil ich will jetzt hier nicht die schöne Wand da vorne zubauen sozusagen. So, dann haben wir eine Satellitenkanone.
aus dem Champion Pack 1. Die ist jetzt ein bisschen wertiger. Es geht noch wertvoller. Die gibt es, glaube ich, auch aus Dark Revelation 4 in Secret Rare. Das ist ihr wertvollster Print. Das ist ihr zweitwertvollster. Kostet hier so in etwa zwischen 25 und 27 Euro das Stück. War aber auch schon mal teurer. Das war tatsächlich mal eine 60 Euro Ultra Rare, für die auch der Preis bezahlt wurde. Die ist tatsächlich gesunken, was relativ selten bei Tournament, Champion Pack, Astral Pack und so weiter ist. Also es ist schon, ja, wer da investiert hat, hat zumindest für den aktuellen Moment ein bisschen Minus gemacht. Also wer für die 60 Euro investiert hat, wohlgemerkt. Aber was will man machen? Wir machen weiter mit etwas aus dem OCG, in Premium Gold Rare. Die ersten Karten, die in dieser Rarität rauskamen, waren der Blue Eyes White Dragon, der Dark Magician und der Red Eyes Bee Dragon. Ich glaube, ich hole auch gleich nochmal den Blue Eyes dazu, weil der liegt nämlich gleich daneben. Ich denke mal, wir werden da drin auch noch den Dark Magician sehen, weil ich habe tatsächlich auch das ganze Set rangeholt gehabt. Sehr cool. Aus LGB1. Das ist jetzt übrigens eine Rarität, die auch wir bekommen werden tatsächlich. Die wird in Maximum Gold bei uns erscheinen. Das ist eine wunderschöne Rarität. Das beste Gold Rare, das bisher gedruckt wurde. Tatsächlich sogar besser als das original alte. Und das soll echt was heißen, Leute. Ja, ihr wollt jetzt bestimmt noch was zum Wert wissen. Also, wie der Wert aktuell aussieht, kann ich nicht sagen. Aber damals, als ich sie gekauft habe, lag der Wert bei in etwa 20 Euro pro Stück. Ich habe allerdings einen guten Deal geschossen. Ich habe nämlich alle drei plus ihre Field Center, die auch noch ein bisschen was wert waren, habe ich für 60 Euro bekommen. Also die Field Center waren sozusagen geschenkt. Okay, dann haben wir die Fremdenführerin aus der Unterwelt in Ami, scheint mir, ja genau, Ami Secret Rare aus Extreme Victory First Edition, war damals tatsächlich eine Karte, die immens teuer war. Die ging, glaube ich, hoch bis 150 Euro zum damaligen Zeitpunkt, als sie rauskam, und mittlerweile liegt sie so, keine Ahnung, Ami war sie, glaube ich, ein bisschen teurer, da lag sie irgendwie bei 45 oder so, aber Deutsch ist sie so bei 30 in etwa, ne? Das ist halt wieder dieser typische Fall von Ami Secret, die sind ja in der Regel etwas beliebter, während Ami Ghosts und Ami Ultimate Rares ja günstiger sind als die European Prints, sind halt einfach die restlichen Ami-Prints aufgrund des beliebten Finishes, was ich nicht nachvollziehen kann, wohlgemerkt, immer so ein bisschen teurer. Wesentlich seltener sind die Karten allerdings nicht, und ich habe auch schon mit so einigen Amis über das Thema geredet, und die fragen sich immer wieder, wie wir auf den, in also ihrem Gusto gesagt, Schrott stehen können, weil Ami-Karten sind qualitativ tatsächlich recht minderwertig geprintet. So, auch eine Karte, die wir erst vor einer kurzen Zeit in den Neuzugängen gesehen haben, ist Elementarheld Donnergigant aus EHC2. Das war quasi so eine Art Blisterbox mit immer vier Elementarhelden-Karten als Promo in Secret Rare und ein paar Boostern. Und genau, diese Promos sind mittlerweile recht wertig. Ich glaube, Donnergigant geht so um die 45 Euro. Ich habe natürlich einen Händlerpreis bezahlt, der lag um einiges drüber, sage ich mal. Habe ich ja vom lieben Rising Times, aber in einem sehr, sehr guten Zustand. Und natürlich ein Muss für jeden Liebhaber, der jetzt nicht unbedingt den in Ultimate Rare möchte, weil ich persönlich finde tatsächlich, der Ulti-Print der Karte ist ein bisschen mehr Standard, so ein bisschen randommäßiger als der Secret Rare Print, denn die Elementarhelden aus EHC2, die übrigens auch US-exklusiv waren, die gab es nie in Deutschland, also das Set, die sind schon etwas seltener zu Gesicht zu bekommen als tatsächlich die Ultimate Rares, weil die gab es ja auch bei uns, dementsprechend gibt es die auch häufiger. So, dann haben wir die Nummer 12 Blutroter Schatten Rüstungsninja. Das ist eine recht günstige Ultimate Rare, die geht auch so 5-6 Euro vielleicht. Ist übrigens auch immer eine Karte, die man ja, empfehlen kann, sage ich mal. Sehr, sehr schön an der Stelle. Die kann man immer mitnehmen. Unglaublich. Sieht auch in Ultra Rare schön aus, aber ich muss sagen, in Ultimate Rare ist die Karte einfach unglaublich schön. Absolut top. Da werde ich auch mal in näherer Zukunft eine eine Einkaufsoffensive starten. Also die möchte ich auf jeden Fall noch tonnenweise ranholen. Ich habe zwar schon Dutzende von denen, aber von der kann ich nie genug haben. Eine der schönsten Xyz-Karten überhaupt und eine meiner Lieblingskarten aus Order of Chaos. Ebenfalls aus Order of Chaos kommt Nummer 96, Finsterer Nebel, eine Karte, die tatsächlich im Sechsel-Anime auch eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Da gab es ja, glaube ich, mal ein Duell zwischen Yuya, hieß er, glaube ich, irgendwie so, und dieser Schattenversion von Astral. Und der hat, glaube ich, diesen finsteren Nebel gespielt, oder unter der finsteren Nebel verkörpert sogar diese Schattenversion von Astral. Also es hat auf jeden Fall doch einen anime-relevanten Hintergrund, dementsprechend ist das definitiv eine Kultkarte für alle Fans der Serie und hat dementsprechend noch Potenzial nach oben zu gehen. Aktuell wird einer in Deutsch angeboten, soweit ich weiß. Ich hatte nämlich letztens, glaube ich, mit dem lieben Yugi Dude drüber gesprochen.
Und ja, die ist dafür 50 Euro drin. Ist aber ein unrealistischer Preis. Also sie wurde, ich glaube, der teuerste Verkauf lag bei 14, 15 Euro für das Ding. Also mehr ist diese Karte definitiv auch nicht wert. So, dann haben wir einen Lightning Chidori First Edition Englisch aus Cosmo Blazer. Das war mal eine sehr, sehr spielstarke Karte. Auch eine wunderschöne Karte, wohlgemerkt. Gefällt mir sehr gut vom Artwork her. Gibt es auch in Ultra Rare. Und ja, das war eine Karte, die war mal extrem spielstark. Die war wirklich, wirklich teuer. Ist auch jetzt nicht unbedingt eine Überbillow-Karte. Also die geht auch noch im ja, guten zweistelligen Bereich. Ich glaube mal so zwischen 25 und 30 Euro wird die gehen. In etwa ist einfach mal ein Schätzwert. Und ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich habe die nie in irgendeinem Anime oder so gesehen. Aber die muss wohl mal recht spielstark gewesen sein. Und ist bis heute auch eine unglaublich beliebte Karte. So, dann haben wir hier einen Codelüfter. Das war auch eine der etwas teureren Karten aus Fists of the Gadget. Ging, glaube ich, ursprünglich 7 Euro. Jetzt liegt sie noch, glaube ich, bei 5 Euro oder sowas um den Dreh rum. Ist aber tatsächlich eine der schönsten Cyberskarten, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Allein das Farbspiel zwischen dem Rot und dem Blau, das ist ja sowieso ein Kontrast, den ich sehr gerne sehe. Gefällt mir sehr gut. Und auch das Monster an sich ist einfach unglaublich schön designt. Also, wenn man sich das mal hier anschaut, wirklich, wirklich, wirklich gut gelungen. Mal ein Cybers-Monster, das man wirklich gerne anschaut. Und da habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar von. Haben wir ein paar rangeholt. War auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir holen uns auch direkt den nächsten Stapel raus. So, ach, wisst ihr was? Nehmen wir doch gleich alles mit. Ha! Ist doch viel besser. So, gut, dann machen wir weiter mit dem 1000-äugigen Opfer hier aus, oh Gott, wie hieß nochmal? TBTB, das war 1000 Eyes Bibles oder irgendwie so hieß das Set. 1000-äugige Bibel auf gut Deutsch oder irgendwie so. Sehr, sehr cool. Ein Set-Name, der mir übrigens extrem gut gefallen hat. Auch ein OCG-exklusives Hauptset. Auch da gab es natürlich wieder nur eine Ultimate und das war eben das 1000-äugige Opfer. Der Preis für die Karte geht eigentlich, tendiert immer so zwischen 20 und 40 Euro. Da habe ich mir auch schon einige rangeholt von der Karte. Die ist witzigerweise tatsächlich gar nicht so teuer. Also es gibt tatsächlich wesentlich, wesentlich teurere Karten in der Richtung. Sehr cool an der Stelle. Legen wir auch mal. Jetzt bauen wir es doch zu. Jetzt habe ich gesagt, ich will es nicht zubauen, jetzt bauen wir es doch zu. Ja, was soll's. So, dann haben wir hier die Nummer 92 Earthheart Drache, eine Karte, die in letzter Zeit wieder sehr an Relevanz zugenommen hat. Die war mal eine Weile recht günstig, sogar die Ghost Rare war recht bezahlbar. Aktuell ist sie offensichtlich wegen der neuen Master Rule recht spielbar und dementsprechend auch im Preis gestiegen. Selbst die Super Rare geht fast ein Zehner aus dem Adventskalender damals. Die Ulti geht, glaube ich, auch so 30, 40, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Sie wurde allerdings auch schon für 60 Euro verkauft, das weiß ich safe. Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war das nämlich der Standardpreis. Wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Die ist jetzt an der Stelle halt unlimited, dementsprechend natürlich nicht so viel wert. Aber die darf sich dann auch zu meinen anderen Exemplaren gesellen, wo eine Menge First Editions von dir rumliegen, weil bei der Karte habe ich mal einen Ebay-Schnapper gemacht, da hat einer einen kompletten Ordner verkauft, wo nur die Nummer 92 drin war, in Ghost, Super und eben in Ultimate Rare. Und dafür habe ich gerade mal 200 Euro bezahlt. Das war ein super Angebot. Leider gibt es dazu kein Video auf meinem Kanal, sonst würde ich es jetzt gerne verlinken. So, dann haben wir Mermel Abyss Gaios First Edition, also Abyss Rising, auch eine sehr schöne Karte. Diese ganzen Abyss-Teile sind sowieso mega nice. Das ist eine Karte, bei der ich... Und dann ist wieder Dreck. Oh, jetzt darf ich den ganzen Käse später wieder aufmachen. Naja, egal. Jedenfalls eine sehr, sehr schöne Karte. Die ist sogar Ami-printed. Und ja, Ami-Prints sind jetzt in Ultimate Rare nicht so beliebt. Dementsprechend tatsächlich etwas weniger wert als normaler European-Print. Wie viel der Wert aktuell bei der Karte ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also die habe ich auch nicht im Kopf. Als ich die das erste Mal bekommen habe, habe ich auch verzweifelt versucht, den Wert zu ermitteln. Und habe mich irgendwie 25.000 Mal vertippt. Und dementsprechend nie den Wert herausgefunden damals. Ich glaube, ich habe den Wert der Karte das erste Mal vor einem halben Jahr oder so gesehen. Wie der Wert davor war, kann ich gar nicht sagen. Ob die früher mal mehr wert war oder weniger, who knows. Nummer 46, Drachgluon. Sehr cool, die Karte. Aus Shadow Specters, First Edition. Wert so um die 30 Euro habe ich mir damals extra ein Display gekauft, weil ich die Karte ziehen wollte in Ultimate Rare. Ich habe sie auch gezogen, allerdings die Super Rare Variante von der Karte, was mich echt sad gemacht hat. Einen Tag später in Müllerrhein ein einzelnes Booster Shadow Spectre gekauft, boom, war er drin. Genau, das ist auch so eine Karte, die suche ich immer wieder mal, weil die recht selten zu finden ist derzeit. Zumindest in einem guten Zustand. Ich habe jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Stück von der, also gar nicht so viel für meine Verhältnisse. Und dementsprechend bin ich da immer für Angebote offen. Also die Karte suche ich immer mal wieder. Wenn da also einer von euch eine loswerden möchte, gerne zu mir, aber ihr wisst, nur perfekter Zustand. So, hier aus SDX, auch eine sehr schöne Karte, nämlich der Blue Eyes Ultimate Rare Dragon, oder, ja doch, genau, der Blue Eyes Ultimate Dragon, der ultimative Blue Eyes in Ultimate Rare, sehr schön.
Der kostet tatsächlich so um die 50 Euro, 40, 50, tendiert mittlerweile auf die 60. Jetzt werden sich einige von euch bestimmt fragen, warum unten links Replica steht. Das ist nämlich immer wieder eine Frage, mit der ich konfrontiert werde, wenn ich solche Karten zeige. Die fragen mich dann immer, ist das eine Fälschung, bla bla. Nein, Replica steht da unten aus folgendem Grund. Wenn eine Karte ursprünglich als Preiskarte irgendwo ausgegeben wurde, dann wurde der nachfolgende Print, wenn er dann im selben Artwork war, immer mit Replica versehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das jeden Print betroffen hat oder immer den ersten darauf folgenden Print. Aber ich glaube, es bezog sich immer nur auf den ersten darauf folgenden Print der Karte. Und das ist halt dementsprechend diese hier. Und ja, das ist der Grund, warum da unten Replica steht. Ihr könnt mich gerne korrigieren, sollte ich mich da in irgendeiner Art und Weise verhaspelt haben. So, okay, dann haben wir hier nochmal zwei Lightning Chidoris. Einer ist Unlimited, der andere ist ebenfalls wieder First. Sehr schön. Und dann haben wir einen, finsteren Rebellions-Exis-Drachen. Den haben wir hier, tatsächlich als Playset. Sehr cool. Legen wir die einen beiden schon gleich mal runter. So. Alle drei First Edition, wie ich sehe. Einer Englisch, zwei Deutsch an der Stelle. Die Karte würde man jetzt vermutlich als teurer einschätzen, als sie ist. Sie ging vor einer Weile tatsächlich noch 18 Euro. Mittlerweile ist sie runter auf 15. Also das ist eine tatsächlich recht bezahlbare Ulti. War ja die Coverkarte aus New Challengers. Oder Next Challengers, New Challengers, irgendwie so. Sehr cool. Aber an und für sich nicht viel wert. Auch hier werde ich eine Einkaufsoffensive starten, denn das ist definitiv der Blue Eyes der Sechsel-Ära, wenn man so möchte. Und dementsprechend wird diese Karte definitiv in einigen Jahren einen gewissen Preis erreichen. Und ich denke mal bei, ja, also 100 Euro traue ich der Karte schon zu. Höher wird sie nicht gehen. Ich denke, bei 100 wird sie in 10 Liter erreicht haben, zumindest vorerst. Aber irgendwann wird sie in diese Richtung gehen und dementsprechend werde ich die Karte definitiv noch handeln, sage ich mal. Ich habe zwar schon recht viele von der, aber da werden auf jeden Fall noch welche dazukommen. So. Dann Nummer 107, Galaxierung Tachyondrache. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich direkt um dieses Exemplar handelt. Allerdings gab es da auch mal eine witzige Geschichte. Wir waren auf dem Flohmarkt, mein damaliger Partner und ich, der hieß ja auch Julian. Und haben einen großen Stand gefunden, Schneiderflohmarkt bei uns im Ort. Und da haben wir einen großen Stand gefunden, der nur Yu-Gi-Oh!-Karten verkauft hat. Das war so ein asiatischer Händler, der nur kaputte Karten in seinen Ordnern hatte und die ganze Zeit davon gelabert hat, dass er ja noch so tolle Karten zu Hause hat. Und wir uns immer gefragt haben, warum bringt das er ja nicht mit, ne? Und der hatte auch verschlossene Booster von diesem Set hier. Und Lord of the Technic Galaxy war es, genau. Und wir haben halt einfach alle Booster mitgenommen, waren 2,50 Euro das Stück. Und da haben wir Alarmstadt in Ultimate Rare und ihn in Ultimate Rare rausgezogen. Der ging damals um die 40 Euro mittlerweile im Wert gestiegen, 60 Euro mittlerweile wert. Interessant, der ging nämlich vor einer Weile tatsächlich nur 20. Warum der jetzt so gestiegen ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber für mich natürlich absolut willkommen. So, dann haben wir den Hero Fund der Prophezeiung. Prophezeiungsthema, beziehungsweise im Allgemeinen Prophecy-Thema, ist ein sehr schönes Thema. Auch wenn ich den Namen Hero Fund irgendwie ein bisschen seltsam finde. Sehr cool an der Stelle. Ist es, glaube ich, nicht so viel wert. Aus Return of the Duelist haben wir, glaube ich, auch ein Ultimate Rare gezogen im Opening. Glaube ich, gedacht zu haben zumindest. Sehr schöne Karte. Das sind so schöne Hexerkarten, so wie ich sie mir vorstelle, so wie sie aussehen müssen. Die modernen Hexerkarten, die sehen für mich nicht mehr so wirklich magisch aus teilweise. Also nicht alle, aber es gibt halt einfach, oder es gab in der Vergangenheit immer mehr, bei denen das der Fall war. Und speziell die Hexer dieses Themas sehen halt wieder richtig, richtig, richtig sahnig aus. Und dann kommen wir schon zur letzten Karte der heutigen Folge. Das ist der Leuchtfeuerkoloss aus Cosmo Blazer. Hier Unlimited geht, keine Ahnung, 3 Euro oder so. Die First-Variante, die glaube ich 30, 40 Euro. Aber die Unlimited-Variante vom Leuchtfeuerkoloss ist tatsächlich recht wertlos mit in etwa 3 Euro. Ist aber ein schönes Artwork. Interessant ist halt tatsächlich, dass man eigentlich mehr vom Hintergrund, nämlich von den Gebäuden hier erkennt, als vom Monster selber. Denn das Monster selber ist hier hinten so ein Feuerteil und das sieht man aufgrund des Secret-Effekts kaum. Trotzdem eine sehr schöne Karte, die man gerne mal mitnimmt. Ja, meine Freunde, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein für die heutige Folge Sammelkartencheck. Ich hoffe, euch hat der kleine erneute Einblick gefallen. Wie bereits gesagt, nicht in der Videobeschreibung, im Titel seht ihr ja schon, was das ganze Zeug hier in etwa wert ist. Lasst ein Abo da, falls noch nicht abonniert. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.